Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Two Point Hospital. So, er hier auf jeden Fall. Antonia Tornado muss nach Hause. Hilft nichts. Wir haben keine Farbtherapie. So, wir werden jetzt... Was ist denn das? Beförderung. Ziel ist es in der heutigen Folge. Ich möchte gerne ein Forschungszimmer befördern. Ja. So, da wird schon fest eingeschlagen auf die teuren Geräte. Ganz toll, da freue ich mich immer. So, dann werden wir aufwerten. Das wird nämlich super. Kann man den auch schon aufwerten? Nein. Der Herzraser? Der auch nicht. Hier, Entleuchter. Nö. So. Ursprünglicher Plan, ja, vor 1000 Folgen. Hier eine Forschungseinheit. So, Zimmer. Forschung. So, viele Mitarbeiter haben frei. Ich weiß. So. Super. Was ist das? Eine Forschungsstation. Von wo brauchten die? Ah, von hier. Ein Forschungsschreibtisch. So. So, die Forschungsstation sieht kompliziert aus, wenn sie genutzt, um ein Forschungsprojekt zu starten. Okay, dann ein Forschungsschreibtisch. Forschungsvermögen, dann machen wir noch so einen. Sieht futuristisch aus, da braucht man einen zweiten. Und der kostet auch 10.000, das ist super. So, dann die Forschungsanzeigen. Mein Highlight hier. Wahnsinn. Was macht das eigentlich? Forschungsvermögen plus 1. Okay. So, wir sind bereits auf 61.000, was der Raum kostet. Super, da wollen wir gleich 2. Einen Aktenschrank. Ja. In der Forschung brauchen wir Aktenschrank. Schränke. Wir haben zu viele Hauten. Nein, haben wir nicht. So, einen Mülleimer. Weil die ganzen Akten für den Müll. Feuerlöscher kann man da schon einbauen. So, dann würde ich sagen, wir machen dieses System wieder so. Ja, herrlich. In der Mitte verglühen die Wissenschaftler. So, ja. Dann eine Pflanze. Wegen des Ambientes. So, eine Uhr. Super. Zertifikat. Weil alle, die da arbeiten, sind einfach Wahnsinn. Die sind so gut. Jeder hat mindestens 8 Doktortitel und wenn sich die in der Früh begrüßen, dann sind die mal zum Mittag nur mit der Begrüßung durch, wegen der vielen Titel. So, so da hinten nämlich auch. Das kommt hier alles her. So. Ein Arzt wird in der Arztpraxis verlangt. Schade, aber... So. Also, und vor lauter Zertifikaten ist natürlich nicht zu vergessen, es sind auch normale Ärzte und die wollen sich Bilderchen ansehen. Von Clowns. Brauchen Erleuchtung, weil Wissenschaftler? So, 64.000, super, ja, kein Problem. Interessanterweise. So, da. Anatomie, Anatomie des Gehirns. Ist vielleicht nicht schlecht für Wissenschaftler. So, und da zwischen Fenster und Uhr hätte ich noch gerne, aber ich möchte diesmal nicht... Ich möchte nicht das Fenster verkleben. Und was habe ich getan? Ich habe das Fenster verklebt. Super. So, Forschung. Um ein Forschungsprojekt zu starten, klicke entweder auf die Forschungsstation oder setze geeignete Forscher im Zimmer ab. Auf dem Forschungsbildschirm kannst du aus der Liste der verfügbaren Projekte eines auswählen. Sobald ein Projekt begonnen wurde, brauchst du einen Arzt. Mit Forschungsausbildung, um die Forschungsarbeiten durchzuführen. Je nach Forschungskompetenz trägt der Arzt dann zu seiner Forschung zum Projekt, bla bla bla. Forschungserkenntnisse werden der gesamten Organisation zugänglich gemacht, genau wie unsere Entdeckungen. Du kannst ein Projekt in einem Krankenhaus beginnen und es dann in einem anderen Krankenhaus fortsetzen. Okay, sehr gut. So, ich werde wirklich noch eine... Mann mit Farbtherapie. So. Mann mit Farbtherapie.
Super. So, ich brauche noch eine Arztpraxis und ich brauche noch einen Arzt. So. In der Psychiatrie wird ein Arzt verlangt. Schwache Blase. Er hat nachweislich falsche Überzeugung. Den nehmen wir nicht. Herman Titan. Er ist einfach unverbesserlich. Gießt gerne Pflanzen. Das kann er machen. So. Einstellen. Haben wir noch irgendeine Perry-Zähne. Schau mal, positiv. Oh, der hat ein eigenes Badezimmer. So, wir schauen uns das mal an. Jawohl, und die Bewertung. Und zwar, was hast du uns mitgebracht? Los, aufsteigender Stern. Ja, Chloe Almore. So, Arbeitgeber des Jahres sind wir, glaube ich, diesmal nicht. Wir haben nicht so viele befördert. Ach, oh, doch. Aha, okay. War ein gutes Jahr für euch, Jungs und Mädels. So, keine Todesfälle. Ja, einmal waren wir dabei. So, dann haben wir bestes Lehrkrankenhaus. Oh, danke, ja, viel eher. So, was haben wir da? Ja, der Patientenpreis. Wir tun's für die Patienten, außer jene, die eine Farbtherapie benötigen. Oh, höchstes Prestige, guck an. So, beste Forschung. Ja, leider haben wir keine. Ja. Und Krankenhaus des Jahres. Tja. Oh, wow. Ja. Ich freue mich. Ah, das haben wir zwei super gemacht. Yeah. So, Sondermeldung, Herausforderung, Helle. Ja, okay. Also, beeindrucke den FIP. Ja. Komm, sei beeindruckt. Oh. Hier, jemand mit Farbtherapie. So. Wir wollten noch ein Ärztezimmer bauen. So, Arztpraxis. Und zwar davor das Klo eigentlich. So. Diese Diagnose ist für die Toilette. So, da können wir leider keinen bauen. So, keine Tür. Das da möchte ich gerne Rücken an Rücken mit dem da, aber dazu müssen wir das da herstellen und das da herstellen. Dann können wir nämlich hier die Tür einbauen. Super, was schon viel besser ist. So, wir brauchen in der Arztpraxis einen Bürotisch. So. Wir brauchen, Aktenschrank. Unbedingt. So. Das wird der Aktenarzt. Er hält nur aufgrund von Akten. So, dann haben wir. Ja, Arzneischrank, super, eine Waage. Hilft zur Deko vielleicht. Oder zur Frustration für manche. Na, zur Deko. Da. So, Abfalleimer, ja. Super. So, dann einen Heizkörper, machen wir gleich einen großen rein. Super. Der wird auch helfen, weil. Schauen wir mal. Ach so, wirkt noch nicht. Und dann haben wir eine Kaffeemaschine. Oder doch nicht. Gut. Einen Teppich. Ah, ich muss das abdrehen. So. Einen Teppich hier. Und hier. Und hier geht er sich nicht mehr aus. Wenn man den aber so herlegt und den hier, Wahnsinn, dann können wir noch ganze zwei reinlegen und das machen wir auch gleich. Super. So, die Kaffeemaschine oder das Bücherregal. Okay, es wird die Kaffeemaschine, weil sie kleiner ist. Super. So, Pflanze können wir da schon reinstellen. Immerhin haben wir jetzt schon Ärzte, die in ihrer Freizeit gerne gießen. Oder wenn ihnen langweilig ist. So, dann haben wir hier wieder ein paar Poster. Wir sind schon auf 4. Lassen wir so oder hängen wir noch irgendwas? Eine Uhr können wir da herlängen. Ja. So, ein Zertifikat daneben. Damit der Arzt auch weiß, oder der Patient besser, dass der Arzt eh irgendwas getan hat. So. Er kann sicherstellen, dieser Arzt hat ein Studium. Super. Oder zumindest eine Auszeichnung, die ist dann oftmals für den Müll.
So, eine Uhr. Hier über die Waage noch eine. Dann haben wir hier noch eine freie Wand für Poster. So. Nein, ich hätte aber das schon noch, also ein paar hätte ich schon noch gern. So der Plan. So. Jetzt ist, glaube ich, das Zimmer... Oh, eine ganze Wand ohne Poster. Das kann gar nicht sein, weil da kommen die Zertifikate her. So. Jetzt haben wir zwar 5, aber naja. Und echt viel ausgegeben für diese Arztpraxis. Oh, da in der Ecke ging keins mehr. Okay, ja, super. So, schöne Arztpraxis. Das ist die schönste bisher. So. Gut. Gesundheitsinspektor kommt in 3 Tagen. Instandhaltungsdurchsage. Na, dann schauen wir mal. Wasser. Ja. So, Henry Jobsworth. Ach ja, schauen wir uns den an. Inspektor ist unterwegs. Bitte sehen Sie gesund aus. Ja, bitte. Es wäre gut. Das ist nicht Henry Jobsworth. So. Oh, oh, da kommt er. Der Mann mit der Krone. Ja, in die Richtung kannst du auch gehen. Oh, schau dir die, aber schau dir die Arztpraxis an, die ist die beste. So, während er schaut, schaue ich auch gleich. Super. So. Ja, hat ihm gefallen. Nehme ich an. So. Benedikt glaube ich nicht. Pausenzimmer ist Hammer. Ja. So. Ja, schau dir die Toiletten an. Die kannst du dir anschauen. Die sind super. Klein, aber mein. So. Ja. Jetzt gehst du sicher Müllkrabbeln. Müllkrabbeln? Nein. So. Kardiologie noch und dann bist du begeistert. So. Ja. Und? Super. So, währenddessen, wir haben womöglich... Nein, haben wir nicht. So. Wir wollen... Ja, wir starten eine. Wir starten eine. So, was starten wir? Spritzenverwaltung, Apothekenverwaltung. Wir machen eine Spritzenverwaltung. So, wer kann denn das? Ein Externer? So, hier. Nachwuchspfleger. Super. Spritzen setzen. Oh nein! Jemand ist gestorben. Oh, 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 oh. Aber wo? Ah! Er hier. Oje. Oh, er hat keine Termine mehr. Naja, einen noch. Den letzten. Er stirbt jetzt. Er starb. In der Umkleide. Naja, er hat Schmuddelsohlen. Ich meine, wir kennen sie alle. Die Leute, die an Schmuddelsohlen sterben. Tot. Ja, weg ist er. Gott sei Dank kein Geist. So, was ist der Bericht? Super. Okay. Na, aber so schlecht war es auch nicht. Jetzt ernsthaft. Wieso? Wieso? Nicht jetzt. Ja, befördern, okay. So. Er hier, befördern. So viele Leute für Psychiater? Was mit dir? Du musst nach Hause. Ja, du hast dieses Tanzfieber. Ganz schrecklich. Ja, geheilt. War nicht nach Hause schicken. Oh. Die will ich nicht nach Hause schicken. So. Dann schauen wir uns mal die Forschung genau. Oh ja. So, Forschung. Was sehen wir hier? Anpassen. Forschung. Farbtherapie, Flüssigkeitsanalyse, das Spritzenhaus. Die Radiologie. Hammer. So, Farbtherapie. Ja, Startkosten 1000. Super. Und jetzt? Ich brauche einen Arzt. Beförderung. Einer steht an. Den nehmen wir. Ja, super. So, ein Arzt mit Forschungsding. Haben wir überhaupt einen? So, wir schauen mal auf Personal. So, Ärzte. Ja, 2 haben das. Könnte man die anderen auch noch Neuigkeiten? Oh ja, Abschluss einer Ausbildung, super. So, wir haben Ärzte, wann kommt einer? 5000, ja, Beförderung, ja.
So. Ja. Nein? Ja. Befördern. Super. So. Wann kommt denn dein Arzt? Wenigstens ein Hausmeister kann kommen. Hm. So. Ja, der kommt auch. Farbtherapie. Nein, verdammt. Ich war zu langsam. So. Steht er jetzt gleich wieder auf? Na, er lässt sich noch. So. Lässt sich noch behandeln. Ist aber okay. So. Was ist denn da jetzt? Herausforderung. Nein, das schaffe ich nicht. So. Ah, der Forscher. Was, wieso gehst du jetzt, wo du gerade... Du sollst doch forschen. Ach so. Ja, super. Und jetzt trinkt er Kaffee, oder? Ja. Zu Forschung gehört Kaffee. Super. So, was haben wir da? Beförderung. Ja, da machen wir gleich eine Beförderung. Ja. Na, da. Ja, befördern. Sehr schön. Was? Wo? Und jetzt geht er wieder. Er geht und die Pflanze geht ein. Ja, einer kommt, einer geht. So, Forschung super. Das heißt, hätte ich noch so eine Forschungsstation, könnten mehr forschen. Hm, naja. Habe ich aber nicht. So. Naja, zumindest sind wir jetzt beim Farbtherapie. Nein. Verdammt. So, wie können wir zu viele Hausmeister haben, wenn hier überall die Pflanzen nicht gegossen sind? Frakturstation, da ist einfach überhaupt niemand. Habe ich viel zu groß gebaut. Aber wer konnte das wissen? So. Was, ja? Ja, nicht jetzt. Psychiatrie. Wir haben zwei im Krankenhaus, die sind aber total überlastet, alle. Nein. Machen wir später. Nein, mach das nicht. So. Und zwar? Junge Launik, nein. So, geborener Mentor. Hat er es fast zum Gipfel der Spitzenberge geschafft. Der ist cool. So, den nehme ich. So, und einstellen. Wer ist das? Reizbar. Nein, reizbar. So, Isla Sofa. Hat nur Stroh im Kopf. Hm, Maya macht, wird schnell müde. Super. So, Krankenpfleger. Oh, großer Fan von Meeressäugern. So. Melinda streitet gern. Forschungsprojekt, gut gemacht. Wir haben ein Forschungsprojekt abgeschlossen. Diese Entdeckung kann nun von der gesamten Organisation genutzt werden. Nach Abschluss eines Projektes suchen sich Forscher anderswo eine neue Beschäftigung. Mülleimer leeren. Es sei denn, wir starten ein weiteres Projekt. Während wir neue Entdeckungen machen und weitere Gebiete in Countys bereisen, werden unsere Eier Kopf. Oh. Gut. Okay. So, was wollte man da? Streitet? Nein, das wollte man eben nicht. So, Pfirsich. Motiviert, arbeitet. Oh, schreibt für ihre Freunde einen Comic über ihre Freunde. Finde ich ja urlieb. Das finde ich gut. So, Farbtherapie benötigt. Ja, nach Hause schicken. Okay, so. Also pass auf, Forschung. Upgrade für die Farbtherapie. Ein Farbeimer 2. Starten. Oder... Weiterbildung, Forschung. Wir forschen nach Forschung. Das ist so ein bisschen... So, wir befördern auch gleich. Oh, ja, 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 ja. Ja, da, da, da.
So, oh, da läuft er schon, da läuft er schon. Ah, endlich Forschung. Wieso da 10? Richtige Durchsage. Kopierer dürfen nicht zum Klonen des Personals verwendet werden. Ja, okay. So. Eine Hausmeisterausbildung. Ich hätte gerne Hausmeisterausbildung. Psychiatrie 2. Forschung 5. Wahnsinn. Spritzenverwaltung. Noch mehr Spritzenverwaltung. Instandhaltung 2. Mechanik 2. Instandhaltung. Emotionale Intelligenz 14. Ausdauertraining. Ja, los geht's. So, mach ich mal selber. Da. Starten. So. Das war's aber auch für die heutige Folge. Ich bedanke mich fürs Dabeisein und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.